So, wir sind wieder bei Onkel Kevin. Kevin allein, zu Hause, Teil 2, verloren in New York. Ich glaube, der deutsche Untertitel war auch, glaube ich, irgendwie so komisch. So, ist das Tim Curry? Das ist der Concierge vom Plaza Hotel. Ich alarmiere die anderen Hotels um uns herum. Da ist ein kleiner Vagabund und benutzt Creditcards. Verdächtig. Und sein Name? Kevin McAllister. 5 Fuß voller Ärger. Blondes Haar, blaue Augen. Wir rufen an Lefty Louis. Bist du's, Louis? Das ist Harry. Und das ist Sally. Ach nee, das war ein Fanra-Film. Was? Ja. Simp darf man noch nicht mehr sagen. Marv ist auch hier. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, vergiss es einfach. Ich rufe die Leute von der Gang. Ich und Marv brauchen ein wenig Hilfe. Wegen einem komischen Schlaumeier. Hör zu. Hier ist, was wir tun. The Plaza Hotel, 12:30 Uhr. PM. Ach so. Herr Curry. Herr Curry. So nicht. Und ich sammle schon wieder alles ein. Okay. Alles ein wenig seltsam. Jetzt kann ich das kaputt machen? Warum mache ich das bitte sehr kaputt? Ah, ich bin bewaffnet! Komm her! Nimm das! Fight! Komm her! Zack! Nimm das! Ja, die selbstfahrenden Koffer, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das. Ja, stimmt es tatsächlich. Jetzt will man für die 2 Wege-Authentifizierung Geld haben, natürlich. Elon Musk weiß, was wir brauchen. War das eigentlich der Teil, wo auch Donald Trump im Film war? War der bei Kevin 2? Ich glaube, damals dann auch mit Ivanka. Oh, Bossfight! Ja. Donald Trump hat in mehreren Filmchen. Ja. Überall, wo sein Property war oder sonstiges. Warum verstehe ich das Game noch weniger als den ersten Teil? Also vor Tim Curry wegrennen. Das habe ich schon verstanden. Die Koffer sind gefährlich. From Hell sozusagen. Hier kann man irgendwas einsammeln. Irgendwo gab es doch gleich eine Waffe.
Okay, muss man immer unter dir wegtauchen? Ja, mache jetzt einfach mal. Okay, einen Koffer kann man nicht erledigen. Was ist das? Okay, eine Falle. Ich weiß nicht, warum ich das kaputt machen will und soll, und aber ich kann's. Und tot. Okay, ich kann da weitermachen. Mach ich doch einfach mal. Kannst du an die Türen rein? Also im Augenblick klappt das nicht. Ja, steht auch closed, da passiert nämlich nichts. Und bei den anderen passiert irgendwie auch nichts. Boah, ist das Käse. Vor allem, das ist so ein Quatsch. Warte mal, ich kann ja mal gucken, was ist, wenn ich hier andere Tasten mache. Ne. Ah, da war was. Okay. Mit der Sprungtaste kommst du auch in die Türen. Aber das habe ich doch gerade auch gemacht. Kopf am laufenden Band. Ne, meinst du nicht so ganz so der elektrische Koffer? Was weiß ich? Curry und der elektrische Koffer? Ja, ich möchte noch mal eine Runde. Ich möchte noch mal. Ich bin da so schön. Ich finde das super. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Ach, da kriege ich Waffen. Ah. Eine Faustbazooka. Okay. Ich weiß nicht, ob mir das ansatzweise weiterhilft. Aber wir gucken mal. Doch, funktioniert! Katze voll. Okay, die Waffe ist geil. Ja, Herr Constable, haben sie super gemacht. Okay, also da darfst du gar nichts machen. Ja, okay, aber dann müsste der doch jetzt draußen sein. Natürlich nicht. Klar. Das ist ja ein Videospiel. Erwarte ich denn Logik? Ja. Was mache ich denn hier? Da kann ich nicht rein. Wäre ja vielleicht noch.
Ist das ein Survival-Match, oder? Also tatsächlich nur ausweichen. So, reicht jetzt einmal eigentlich auch. Ja. Nein! Die Spannung ist wirklich unerträglich. Herzlich willkommen bei Kofferhoffer. Ich hab noch einen Koffer in New York. La la la. Ich frage mich, ob ich es wissen will, welcher Koffer mich umbringt. Wie wär's mal mit Ende? Super! Diese Szene wird Ihnen präsentiert von Samsonite. Haben Sie sich schon mal gefragt, welchen Koffer Sie für Ihr Hotelzimmer benötigen? Richtig, alle! Koffer machen Ihr Leben viel, viel schöner. Du kannst ihn aufklappen. Du kannst ihn zuklappen. Du kannst mit ihm reisen. Ich und mein Koffer. Ich packe meinen Koffer, genau. Ich nehme mit eine komplette Super Nintendo Kollektion, die ich beim Flohmarkt gefunden habe für 5,30 Euro, aber noch auf 1,20 Euro runtergehandelt habe. Alter, wie lange? Ja. Das wäre eine Idee, aber bin die Tasten schon durchgegangen. Gespammt? Okay. Vielleicht kann man den auch nicht so benutzen, wie ich das gerade tue, sondern nur so. Warte mal. Es macht Spaß, also. Ich um meinen Koffer. Du kannst ihn anmalen. Ich muss den Knopf drücken. Ah, really? You didn't say. Vom Boden. Also.
Ah, jetzt geht's los. Da ist er. Hahaha. Boah. Da kommt meine alte Track and Field Erfahrung durch. Hör mal, wer hat's drauf? Der Koffer. Ich und mein Koffer. Koffer reimt sich auf Toffer. Und Loffer. Es gibt ihn aus Leder. Es gibt ihn aus Samt. Es gibt ihn teuer. Aber auch günstig. Muss ich hier weitermachen? Ach, ich darf doch weiter. Okay. Hat so viel Spaß gemacht. Großartig. Okay. Ach, da kann ich jetzt, kann ich so drunter tauchen, oder? Ja, von wegen. Da ist er wieder. Umbrella! Umbrella! Achso, ich muss da irgendwie... Okay. Das geht nicht. Dann geht's nicht weiter. Also. Nee, ich kenne die auch noch. Ich kenne die auch noch. Mit dem Raben und Dingens. Ja. Super. Also, Knaller. Also, falls ihr euch fragt. Kaufempfehlung. Also, definitiv. Alter Schwede, ey. Sensationell, sensationell. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch was von Macaulay Culkin, ne? Weil ihr habt da so Bock drauf. Culkin Power. Ich und mein Kevin. Next. Es gibt übrigens kein weiteres Home Alone auf dem Super Nintendo. Das schon mal als Hilfe.